Was die Regierung macht, ist ein Verbrechen an den Einkommen der Menschen in dem Land und ein Verbrechen am Vermögen. Denn was bedeutet die Inflation von 9%? Wir hatten 11%, 9%, diese Senkung auf höchstem Niveau seit 1945 im Übrigen. Es bedeutet, dass die Menschen Monat für Monat 9 bis 10% ihres Vermögens verlieren. Wenn Sie also auf Ihrem Konto 100.000 Euro auf Ihrem Sparbuch haben, weil Sie das die letzten 10 Jahre sich erspart haben, vom Mund weg von mir, dann verlieren Sie Monat für Monat 10% der Kaufkraft dieses Geldes. Das heißt, das, was derzeit passiert, wir entrechten die Bürgerinnen und Bürger um ihr Vermögen. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, warum ist es so weit gekommen? Die österreichische Bundesregierung hat einen fatalen Fehler gemacht, im Gegensatz zu Slowenien, im Gegensatz zu Kroatien oder Italien oder Spanien beispielsweise. Sie hat keinen amtlichen Preisdeckel eingeführt nach der Sanktionspolitik gegenüber Russland, sondern sie ist hergegangen und hat noch mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt und damit in Wahrheit erst recht die Inflation angeheizt. Denn jeder Großkonzern wird sagen, super, wenn die Regierung mit Steuergeld die Inflation den einzelnen Bürgern ausgleicht, dann nehmen wir uns von den Bürgern und knallen unsere Einzelhandelspreise um 30-40% in die Höhe. Die Treibstoffpreise in die Höhe. Ich war vorige Woche in Kroatien, habe dort getankt und habe dort 1,30 Euro gezahlt, 1,27 Euro an einer Tankstelle eines österreichischen Unternehmens und habe bei der gleichen Tankstelle in Wien 1,75 Euro gezahlt. Es sind zwei verschiedene Länder, es ist die Luftlinie von 150 Kilometern dazwischen und das ein und dasselbe Unternehmen ist in Kroatien dazu gezwungen, nur 1,25, 1,27 den Menschen abzuknöpfen und in Österreich gehen sie aufs Volle und rauben die Menschen mit 1,75 aus. Da kann der kleine Tankstellenpächter nichts dafür. Der kriegt auch keinen Cent mehr. Sondern das ist die Politik der Konzerne, die im Windschatten der Sanktionspolitik ein übles, ein dreckiges Geschäft mit den Bürgern machen. Und solange die Bundesregierung nicht hergeht, das, was ich vor 13 Monaten gesagt habe, und sagt, Schluss, wir greifen jetzt in den freien Markt ein, weil sich der freie Markt gegen die Menschen richtet, mit einer amtlichen Preisdeckelung, solange wird dieser Wahnsinn weitergehen. Wir sind im EU-Schnitt, wir sind gegenüber Deutschland, wir sind gegenüber unseren Nachbarländern im Süden auf einer Rekordinflation und daher kann man durchaus die berechtigte Frage stellen, was hat diese Regierung die letzten 13 Monate alles falsch gemacht, dass es uns schlechter geht als allen unseren europäischen Nachbarländern. Die Bundesregierung betont ja immer wieder, man hätte Antiteuerungsmaßnahmen gesetzt. Man sei darüber auch froh, dass diese geglückt sind, beispielsweise jetzt auch die Mietpreisbremse ist nicht zustande gekommen. Allerdings gibt es hier eine Auszahlung. War das der richtige Weg? Vor allem, wie lange kommt man denn mit solchen Bonussen in der Also wenn Zeit? Der Bonus in einem Umfang sich abspielt von 500 Euro Klimabonus und man da lieber Asylbewerbern oder Justizvollzugsanstalt einsitzenden Kriminaltouristen das auszahlt, den Klimabonus, dann muss ich sagen, angesichts der Höhe und der Auszahlungsmodalitäten, ich habe noch nie so eine große Verhöhnung gegenüber den Menschen in unserem Land erlebt. Also wenn man glaubt, dass man eine Teuerung, die in einem Haushalt im Jahr 2.000, 3.000, 4.000 Euro ausmacht, die Kreditzinsen gestiegen sind, stellen Sie sich vor, Sie haben Häuselbauerkredite und Sie haben variable Kreditzinsen. Was Sie jetzt lernen mittlerweile. Ja? Also wenn man da glaubt, mit 500 Euro die Menschen zu entlasten, dann ist es in Wahrheit eine Beleidigung des Intellekts aller Bürgerinnen und Bürger. Noch einmal, die Regierung hätte es in der Hand, jene Inflationstreiber in den Griff zu bekommen. Was sind Inflationstreiber? Es ist die Energie. Gut, die Regierung hat Russland sanktioniert und wundert sich, dass die Treibstoffpreise, die Gaspreise und die Ölpreise durch die Decken gehen. Das ist einmal das Schuldverhalten der Regierung. Man hätte daher die Mineralölkonzerne in die Pflicht nehmen müssen und einen Preisdeckel, eine amtliche Preisregulierung einführen müssen. 1,30 Euro pro Liter bis daher und nicht mehr. So, der zweite Punkt wäre gewesen, man hätte dann in weiterer Folge auch die Lebensmittel, natürlich die Grundnahrungsmittel in Österreich, mit einem Preisdeckel fixieren sollen. Und der dritte Bereich ist selbstverständlich die Mieten. Wenn wir heute sehen, Mietpreise, die um 8-9% gestiegen sind, wenn wir dazu die Lebensmittelpreise, die Kredit-, die Leasingverpflichtungen etc. zusammennehmen, dann packen das unsere Haushalte nicht mehr. Und da gibt es hunderttausende Menschen, die fragen sich in der Früh, wenn sie die Rechnung von der Energie Steiermark bekommen oder von ihrem Wohnungsvermieter bekommen, ja, was sollen sie als Erster zahlen?
Oder sollen sie sich gleich einen Birnenbaum aufhängen? Also das ist eine Situation, wo ich sage, diese Regierung hat versagt. Und ich hoffe daher, dass bei der Salzburger Landtagswahl am Sonntag die Regierungspartei und Kanzlerpartei ÖVP und die Grünen so eine auf den Deckel bekommen, dass wir endlich Neuwahlen in dem Land bundesweit bekommen. Sie haben es jetzt auch schon vorhin angesprochen, die Maßnahmen, die waren nicht das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. Was braucht es aber jetzt, wenn die Regierung laut Ihnen jetzt doch noch eingreift und die Österreicherinnen und Österreicher entlastet? Was ist der erste Schritt, der gemacht werden muss, damit das Leben überhaupt in Österreich noch leistbar ist? Recht einfach. Preisdeckel auf die genannten Faktoren: Energie, Treibstoff, Miete, Lebensmittel. Amtliche Preisregulierung temporär, solange die Inflation angeheizt ist. Zweiter Punkt ist ein Ende der Sanktionen. Je länger wir bei dieser Sanktionspolitik mitmachen, umso schrecklicher wird es für uns, umso dramatischer sind die Auswirkungen. Das sollten wir nach 13 Monaten endlich erkennen. Wir sanktionieren seit 13 Monaten einer der größten Volkswirtschaften der Erde, Russland, die sich jetzt mit den Chinesen zusammentun, mit den Indern, mit den Türken, eine eigene große Wirtschaftsmacht bilden. Und wir verlieren den Wirtschaftskrieg. Wir verlieren den Krieg in der Ukraine militärisch, wir verlieren ihn wirtschaftlich, wir verlieren ihn sozial und wir verlieren unsere eigenen Mitbürger gesellschaftlich. Wir liefern sie der Armut aus. Also erster Punkt Preisdeckel, zweiter Punkt raus aus den Sanktionen und dritter Punkt eine angemessene, einmalige Entschädigung nach diesen erfolgten Punkten, auch in dieser Reihenfolge, für die erlittenen Schäden, die unsere Haushalte erlitten haben, damit wir wieder den Konsum anregen. Das finde ich Finanzminister ja nichts Schlechtes, wenn er mehr Steuern verdient. Und damit wir wieder den Menschen unter die Arme greifen, damit sie ihre Mieten zahlen können, ihre Leasingraten, ihre Kreditraten und das, was die letzten Monate passiert.